Willkommen, Freunde, zu Klaus of the Sun Teil 3. Es kann weitergehen. Gruselig wird's bestimmt wieder. Das Haus der Hestia. Okay. Eieieiei. That smell. Ja, das scheint hier ganz schön zu stinken, so wie das sie so sagt. Sieht ja auch sehr chaotisch alles aus. Hier liegt so einiges rum. Ist ja merkwürdig. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich hoffe nur, dass der Gestank nicht von irgendeiner Leiche oder so kommt. Tür ist zu. Da hinten brennt es aber. Ah ne, es brennt gar nicht. Ich dachte, es sah so aus. Hätte ja auch sein können, dass da irgendwas brennt, was stinkt. Das ist wieder irgendeine Erinnerung. Wir gucken jetzt aber hier nochmal. Neu eröffnete Wardenclyffe. Betrieb in Südamerika entfacht erneute Konflikte. Okay. Aha. Auch interessant. Hier kommen wir nicht durch. Aber ein kleiner Schocker muss sie ja sein. Wir sollten uns ja gruseln. Yeah. This door won't open. Easy there, champ. Try putting your considerable weight behind it. Ah, lecker, lecker, frisch vom Bäcker. Überall Leichen. Ah, ist ja widerlich. Ja, ganz ruhig bleiben, keine Panikattacke. Weiß ja auf jeden Fall, wo der Gestank herkommt. They've been butchered, Ada. Who or what did this? We don't know yet. But right now we need to get you safe. Make your way to the center of the apartment complex. There's a generator that will open the gates. Focus on that for now. I'm on my way. I'll broadcast you again shortly. Be careful, sis. I'll try. Okay, sie soll ja ins Zentrum, da sind irgendwelche Motoren, die dann irgendwie was öffnen. Welche Türen oder so, oder ein Generator. Ich habe das leider eben nicht ganz verstanden, aber naja. Gucken mal weiter. Ah, hier sind wir richtig. Das finde ich eigentlich schon fast zu lustig, das haben wir schon mal gehabt in dem Game hier, dass da macht einer Licht an und dann ist der auf einmal weg. Ah, hier ist es ja schon. That must be it. Let's see about getting some lights on in here. Okay.
Das geht irgendwie nicht. Okay. Also das in der Mitte möchte ich ja gar nicht erst anklicken. So geht's nicht. So vielleicht. So. Okay, wir können ja mal gucken. Step 1. Make sure that the active line light is green. I need to use the line control. Okay, das haben wir gemacht. Step 2. Enter the correct access code. When the code has been accepted. 112, 213. Aber wo gebe ich denn den Code hier ein? You can flip the main apartment. Eins, eins, zwei, drei, zehn. Warte mal. Ach hier, alles klar, wir müssen ein bisschen näher rangehen, ne? Eins, okay. Eins, eins. Zwei. Eins, drei. Ja, das hat funktioniert. Super. Jetzt das nächste. Ah, sehr gut. Und irgendein Power-Button oder so? Nee, ne? Okay, super. Jetzt haben wir den Strom wieder angeschaltet. Gab es hier denn sonst noch was? Nee, ne? Nee. Das haben wir doch sehr gut gelöst. Ada! Ugh, about damn time. What took you? Hello? Who is this? If you call my sister, I swear to God I will break every phone. I haven't harmed anyone, all right? My name's Aubrey, and it's really, really nice to finally talk to someone who isn't decomposing, you know? Never mind, sorry. But you have got to get me out of here. I'm holed up in the engine halls, starboard side, deck 82. Kind of... trapped, actually. How soon can you get here? Look, buddy, I can't make any promises. I'm going to get my sister off this thing. Okay, da ist natürlich jetzt hier überall Strom drauf. How does that sound? Oh yeah, of course. Don't mind me. I'll just sit here and starve. No problem. That sounds great. You know, Benny here in the corner died during the exam. Geht's nicht lang? Asks for help, you will have enough of a backbone to actually do something. Ah. What the hell was all that about? Sehr interessant auf jeden Fall hier. Hier, da ist wieder was zu lesen. Der widerliche, neugierige 18-Jährige, der letzte Woche zu Besuch war, Albert, hat seine Sachen im Wind der Gästesjut gelassen. Keycard für die Air Guest Suite in Faraday Bezirk. Sehr gut. So, hier war doch auch ein Fahrstuhl, oder? Dass wir den gleich nutzen können. Komm her, du Fahrstuhl.
Da war eine Treppe. Hier war doch eine, oder? Nee, auf jeden Fall ist hier aber eine Tür, wo man theoretisch rein könnte. So, da ist alles beschädigt. Da ist auch alles beschädigt, da kommen wir auch nicht weiter. Service, okay, da gibt's irgendwie einen Stromstoß. Da müssen wir nochmal gucken. Müssen wir irgendwo was wieder abstellen. Das ist ja jetzt die Frage, brauchen wir einen Fahrstuhl? Weil wir haben mit diesen Keycards eigentlich mal die Fahrstühle aufgemacht. Oder ist es wirklich so, dass wir ein Apartment öffnen müssen? Ich glaube, das war diesmal ein Apartment. Müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Ja, hier ist er. Der Servicebereich. Hier haben wahrscheinlich die Klamotten gehangen. So, Zeitplan nach Abteilung, nicht nach Quartier. Muss man auch nicht unbedingt gelesen haben, glaube ich. Solange nicht irgendein Zahlencode oder so drauf ist. Hier können wir rüber. Das ist schon mal gut. Haben wir irgendwas übersehen? Nee. Ja, eine sehr entspannte Spaziererei bis jetzt. Archer Ada. Aha! Alpha Quarter. Now I just need to find a way inside. Ja, wir haben ja zwei Schlüssel gefunden. Aber das scheint hier noch nicht zu klappen. Also scheint uns noch was zu fehlen. Delphi. Vielleicht müssen wir auch auf die andere Seite rauf oder so. Like I said before, we will do what we can. Who are you talking to? Ada. Oh, thank God. Yes, some guy named Aubrey was broadcasting on our frequency. Said he was stuck in the engine halls and mentioned something about exotic energy. I'd like some answers. Rose, I'd rather explain it in person. It's no, not Ada, what now you... is a great time to tell me what the hell is going on here. Fine, fine. I'll be brief. Listen. We discovered quantum resonance anomalies that prove the one electron theory, meaning that every electron in the universe is the same one moving back and forth through time. So, naturally, we began to consider a second time dimension attached to the Euclidean analogy of Minkowski space. Now, I know what you're thinking. Ada. What about the Thomson conjecture? Ada. Well, Ada, that's... Ada, stop. It's me you're talking to. None of that nerd talk. Right. Okay. A large experiment went boom. It ruptured a current of time and dangerous things have flooded through it. These things have been killing us. All of us. We've tried to contain it all, but... Point is, we need to leave. Did you find my apartment? Yeah, but the Alpha Quarter is locked. I can't get in. I suppose you keep a spare key card somewhere. Shit. No, wait! Yes, I do! My friend Eliza has a pair. God, I hope she's okay. She's on the ground floor, Gamma Quarter.
Gamma-Quartier, Erdgeschoss, okay. Müssen wir mal gucken, wo wir das finden. Ach, Gamma, ja. So, Gamma-Quartier. Das Rätsel müssen wir ja irgendwie auch lösen. Weil es steht ja hier unter Strom, da können wir natürlich nicht hin. Wir sollen aber ins Gamma-Quartier. Wir müssen da rein, um Schlüssel für ihr Zimmer zu finden. Okay, dann gehen wir nochmal die Treppe hoch. Warte mal, um da hinzukommen, müssen wir da hinten die Treppe hoch. Muss ja irgendwie die Möglichkeit geben, dann den Strom irgendwie abzustellen. Ah, hier ist der Service Room. Sehr gut. Ah, das Schild ist runtergefallen. Dachte ich schon, dass das irgendwas anderes passiert. Ach, das ist ja nett. Jetzt will ich den Strom abstellen, aber das geht nicht, weil hier eine Kette vor ist. Hurra. Kann ich sonst hier irgendwas machen? Brauche ich auf jeden Fall einen Code. Ist das derselbe? Ne, das kann ja nicht sein. Da hat er ja eben nicht funktioniert. Wir hatten ja denselben Code eingegeben. Okay, wir können es ja mal andersrum machen. Warte mal, 1, 1, 2, 1, 3 war das, ne? 3. 3. 1, 2, 1, 1. Ne, haut auch nicht hin. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was das für ein komischer Code ist und wo wir den herbekommen. Auf jeden Fall können wir hier den Strom abstellen. Das ist ja schon mal gut. Ist da irgendwo so eine blöde Nummer stehen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wobei wir müssen wahrscheinlich auch noch eine Zange haben, um das hier irgendwie zu öffnen. Aber von da bin ich ja hochgekommen. Gehen wir mal hier weiter. Code? Nee. Ah, ich falle sogar runter. Aha. Das ist ja mal ganz interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Hätte eher gedacht so, naja. Da passiert nichts. Taube, das ist ja schön. Hier ist auch nichts. Ob wir hier einen Code finden.
Wer auch immer hier ständig das Klopapier klaut, ich hoffe, du verreckst an Rektalblutungen, Alter. Das ist ja mal außer der Reihe irgendwie ein bisschen was anderes. Wahrscheinlich brauchen wir gar nicht den Code eingeben, sondern wir müssen einfach nur eine Zange irgendwie finden. Das hätte hier aber schon gepasst, sag ich mal, ne? Von. Dass hier vielleicht eine Zange rumliegt oder so, aber naja. Scheint nicht der Fall zu sein. Nochmal in die Mitte gehen, ob wir da irgendwas finden. Hier ist Wasser. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das irgendwann mal ablässt. Oh, hier ist... Wurde Cricket gespielt. Auch cool. So, hier unten haben wir jetzt soweit alles abgesucht. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Oder dass wir hier irgendeinen Hinweis oder irgendwas finden. Können wir hier nochmal kurz gucken. Noch eine Leiter. Die können wir auch nehmen. Da waren wir auch noch nicht oben. Okay. Aaron Prosper mit seiner Frau Marie und den Söhnen Humphrey und Benjamin. Hallo Papa, das Foto, das wir aufgenommen haben, bevor du an Bord gegangen bist. Wir freuen uns auf neue Geschichten bei deiner Rückkehr. Mama lässt grüßen. Okay. Aber sie sammelt es nicht ein, sie hat sich nur das Foto angeguckt. Ja, scheint nichts Besonderes zu sein. Ja, überall Blut. Nicht so nice. Hier hatten wir ja geguckt. Habe ich hier vielleicht einen Code übersehen? Nö. Ist die Frage, brauche ich jetzt eine Zange, um die Kette zu lösen? Oder brauche ich den Code, um den Strom abzustellen? Nichts, was wir hier schon betreten haben, ne? Hier waren wir da auch schon, oder? Ja. Okay, okay. Gucken wir uns jetzt gleich mal nochmal was an, und zwar, dass wir dann auch wissen, dass wir da nicht immer wieder falsch laufen. Wie können wir uns denn diesen Gang hier am besten merken? Dann mal, da liegt was. Was ist denn das? Shuffleboard Scorecard. Spieler 1, Spieler 2,
Punktestand 91 zu 67. So, also Spieler 1 ist Elisa Fairlade. Spieler 2 Isabel Elisa ist... Punktestand 9-1, okay. Ist das irgendein Code oder Hinweis oder so? Aber wir können uns hieran... An dem Code können wir uns auf jeden Fall orientieren. Gott, immer Frosch im Hals. Oh, hier ist eine Zeitschrift, sehr gut. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Wir denn hier lang, hier an der Seite? Ah, da fällt sie runter, das ist so Mist. Wie ist denn das überhaupt mit Springen? Was, sie kann springen? Dann müsste das doch da oben weitergehen. Versuchen wir es nochmal. Hier war die Leiter, dann muss das hier sein. Genau, hier die Treppe war das. Können jetzt hier nochmal lang gehen, ob wir hier irgendwas finden. Da ging noch eine Treppe runter. Genau, da ging es nicht weiter. Da sind wir ja schon mal rüber geklettert. Fällt sie immer wieder runter. Ist ja merkwürdig. Ah! Wir haben was gefunden. Neuen Schlüssel. Das nenne ich ja mal nice. Okay, Zeitschrift brauchen wir nicht lesen. Ich doch mal, dass wir hier gleich zu den Apartments kommen. Okay, wir können ja mal was versuchen. Glaube ich, keinen Sinn. Warte mal, Imagine Generation Activision, die aktuellen Codes provide. Weekly on Duty Officers. Okay, da müssen wir ein Epsilon Quartier. Da bekommen wir die Codes. Jawohl. Geht doch. Oh, Luftballons. Das ist ja schön. Das Foto einer hübschen Frau, glaube immer an dich selbst. Denn wenn du es nicht tust, wer dann, Sweetie? Warte mal, ist, können wir es nochmal drehen? Oh, auf der Rückseite ist nichts. Oh Gott, hab mich erschrocken. Das kann doch nicht sein, dass hier nur ein Foto ist. Da muss doch irgendwas anderes sein. Ich meine, ich schließe doch nicht den Raum auf. Und dann ist hier nichts anderes.
Bisschen merkwürdig. Okay, da steht nur Happy Birthday. Ist ein Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht immer, ob ich auf die Figuren hier so achten soll, aber okay, er ist jetzt hier reingegangen. Ja, ist sogar auf hier. Ah, there we are. Override code 33212. Ah, 33212, okay. 33212, den muss ich mir mal merken. So. 3 3 2 1 2. Jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken. Achso, hier kam er ja nicht rein, ne? Nee. Wir müssen wahrscheinlich wieder runter. Die Treppe, dass ich wieder runterkomme. Ach, hier ist ja auch noch eine Tür, die habe ich ganz übersehen. Lieber Mitarbeiter der Helios, mir ist bewusst, dass sie wahrscheinlich nicht wirklich ordnungsgemäß ist. Okay, das ist auch kein Hinweis, der mir irgendwie was sagt. Von what? Hier haben wir ein Passport. Zettel. Ich habe ganz gut gemacht, wenn man jetzt hier reinkommt, weiß man, ah, da ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis. Das ist, kann man eigentlich theoretisch gar nicht übersehen. So. Alles klar, dann haben wir hier eigentlich alles angeguckt. Oh, geht die Tür hier auch noch auf? Nee. Den Raum waren wir auch drin. Man traut sich ja schon gar nicht mehr. Irgendwo falsch lang zu laufen. Ah, da war die Treppe, alles klar. Weil wir schon so lange unterwegs sind jetzt hier für das Kapitel. Eigentlich gehen die Kapitel ja immer ziemlich schnell. Aber wir müssen jetzt hier unten reinkommen, ne? Ich glaube, der Raum war doch hier rechts, oder? Da, wo das Kabel jetzt ist. Ja. Oha. Überall tote, verwesene Menschen. Ist ja widerlich. Ach, hier ist auch das Gamma-Quartier. Sehr gut. Hier muss irgendwo ein Schlüssel passen. Jawohl.
Auch interessant. Schönes Badezimmer, keine Frage. Aber nichts, was man hier irgendwie untersuchen müsste, könnte, wie auch whatever. Okay, dann gehen wir mal rüber. Gut ist, dass die Türen aufbleiben. Das finde ich super. Okay, hier geht's nicht rein. Die Tür geht auch nicht auf. Ah, Faraday. Nee, Fairfield. Eine Keycard für das Apartment von Fairfield. Okay. Stehen eigentlich Namen dran? Ja, hier ist es ja schon. Da sind wir ja. Super. Haben wir das ja auch gelöst. So, wir wissen, was gut, was du getan hast. Bla bla bla. So, und hier soll ja angeblich, also laut meiner Schwester, soll die noch einen Schlüssel von mir haben. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Okay, ist ja Elisias Notiz. Ist auch kein Code, den wir uns irgendwie merken müssen oder so. Ah, hier ist der Ersatzschlüssel. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Alpha-Quartier sollen wir jetzt betreten. Und gut, das ist ja beschriftet. Das sind jetzt hier die Gamma-Quartiere. Dann müssen die Alpha-Quartiere ja hier irgendwie auf der anderen Seite oder so sein. Wenigstens kenne ich den Weg, sagt sie. Das ist schön. Oha. Das ist die Rail Station. Helios Gym war da eben. Ja, man ist schon ein bisschen angespannt hier. Okay, wenn das jetzt hier... warte mal, wenn das jetzt hier die Gamma-Quartiere sind, dann muss ja hier irgendwo Alpha sein. Sigma, aber das wird nicht gehen. Wir brauchen nicht Sigma, wir brauchen Alpha. Lambda. Okay, wenn die so angeordnet sind, sag ich mal, dann müsste ja hier drüben Zeta sein. Gamma, Zeta. Da hinten ja auch noch welche sein. Rechts und links, weil die ja immer an den Ecken sind. Ne, da nicht. Okay, wir waren ja sogar schon oben. Genau. Ich glaube, das ist oben. Wir müssen nach oben. Es sei denn, da hinten ist noch an der Rail Station irgendwie... an der Ecke irgendwie die Alpha. Nee. Nee, du müsstest hier mit der Treppe hochgehen. Okay, den Code kennen wir, genau. Hier waren wir auch. Thank you.
Das war doch auch so, dass wir hier irgendwo rüber geklettert sind, ne? So richtig verstanden habe. Ne, hier bin ich runtergefallen. Ja. Und ich falle da wieder runter, genau. Super. Spilsor. Mensch, das muss doch erkennen irgendwie auch von unten. Delia ist oben. War eine der Treppen müssen wir jetzt hoch. Über diese langen Laufwege. Wo das Klopapier moniert wurde. So. Müssen ja theoretisch das auch irgendwo lesen können. Vom Weiten auch, wo er jetzt Alpha ist. Da drüben. Das hier eigentlich. Ne, hier kommen wir nicht rein. Oh Mann, ey, warum stellen wir uns denn so blöd an? Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen doch einfach nur die Treppe hochgehen und irgendwo hier dieses Alpha-Quartier finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir waren doch schon mal oben. Das gibt mir jetzt auch ein bisschen auf den Piss, muss ich sagen. Ja, wir orientieren uns jetzt hier mal an dieser Treppe. Gerade sie selber sagt ja auch, Mensch, da war ich doch schon mal. Ja klar warst du da schon mal, da sind wir auch lang gegangen. Wir waren ja schon mal oben. So, hier fallen wir wieder runter. Schade, dass sie auch nicht schneller läuft oder so. Gehen wir hier nochmal lang. So, zack. Und ich vermute mal, dass das denn jetzt hier ist. Ja, endlich. Oh Mann. Da haben wir uns aber ganz schön blöd angestellt. What the hell is wrong with the people here? Ada owes me so many answers. So, Thomas Miller, okay. Ich würde an ihrer Stelle auch Fragen stellen. Was geht hier ab? Was stimmt denn mit den Leuten hier nicht? So, da sind wir reingekommen. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich dann lang. So, Brown hat keinen Schlüssel. Müsste ja eigentlich dann zu ihrer Schwester in das Quartier, ne? Ah, hier liegt noch ein Brief rum. Brief.
Okay, dann müssen wir jetzt mal systematischer vorgehen. Chief Brown hat keinen Schlüssel. Dann gehen wir mal hier gleich rüber. Tim Miller können wir auch nicht aufschließen. Da ist ein Zettel. Ah, Faust können wir auch nicht aufschließen. Ach, hier sind wir. Alles klar. Ada. Sehr schön. Ja, das ist Ada's Room, all right. Never did learn to clean her room properly. Kann der irgendwas machen hier, der Würfel? Nee, ne? Nee, der ist einfach nur so. Ist halt einfach nur da. Okay. Pyramide. Schon ein bisschen merkwürdig, wenn man zwei Symbole findet. Kann man zwar nicht einsammeln, aber vielleicht das was zu bedeuten. Hier ist sogar auch noch ein Symbol drauf. Auf jeden Fall haben wir die schon mal gefunden. Falls wir sie noch mal brauchen, wissen wir, wo sie liegen. Oh, ich habe diese Bilder in Jahren gesehen. We were just kids. When did that end? Ah, hier ist auch ein Symbol drauf. Die Symbole brauchen wir wahrscheinlich all noch. Those smarts. Hey Rose, where are you? I made it to your apartment, and if we were to make it off the ship alive, I need to understand what's going on. For example, you said a future you wrote me the letter that brought me here. What does that even mean? My research is about exploiting loopholes in the flow of time. So a future me will write that letter and somehow send it back in time to get you here on the Helios. Holy shit! And I think I know how! Listen, Rose, I need you to grab me some very important research. There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun. Okay, da gibt es einen Secret, einen versteckten Raum sozusagen in ihrem Apartment. Wir sollen das irgendwie finden. Das ist spannend. So ein Bücherregal eignet sich ja auch immer sehr gut dazu. Taming a new kind of fire to raise mankind beyond its material limitations. You always did dream big, Ada. Sanitärraum. Sanitärraum, ich bin auch so ein Sanitärraum. Meinte natürlich einen Verbandkasten. Okay, das sieht aus wie ein Fernseher, Bandmaschine. Ich hätte schon fast gedacht, ein Skatkabel. Okay. Also das scheint ein Bild irgendwie zu sein. Ah, alles klar. Das Oktagon hat Flammen. Das müsste jetzt so richtig sein. Genau. Die Pyramide. Die hat die Haken. Das sind die hier.
zickt da von der Steuerung herum, das hasse ich ja. Ja. So, dann haben wir... Jetzt müssten eigentlich die Flammen kommen. Ja. So. Da müssten jetzt diese komischen Wellen kommen. Das richtig sehe. Jawohl, super. Hat funktioniert. Gucken wir da unten mal rein. Krass, dass sie die Unterlagen versteckt hat. Wobei, das sind keine Unterlagen, das ist... Wir kommen wahrscheinlich in so ein Forschungslabor. We'll get together. Have a few laughs. Ach. Oh, irgendwelche Ratten, die da rumlaufen. Überall Spinnenweben. Lecker, lecker. Okay, dann scheint das ja ihr Geheimnislabor zu sein, wenn ich das so richtig sehe. So, this is it? This is the research that will allow the letter to go back in time? I thought it would be... thicker? How's it going? Pretty good. Although, I'm afraid I found an error in your fancy calculations. That would be the day. What did you find? Well... You've got massless gnome vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever. Makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back in time? Yes, and since you received it, I've technically already done it. Or will do it, depending on how you look at it. Comforting to know that I'll at least live long enough to write it. But the research means so much more. It could do so much more for all of us. Promise me you'll protect it. Promise me. Fine. I promise. But now what? I've divided the research into two pieces. You only have half of it. I'm on my way to pick up the other half. I'm just gonna go through the bio labs now and we'll... What the... Damn it! Rose, I'm trapped! Rose, I'm trapped in the bio labs! Rose! Oh. Rose, can you hear me? Ada! Piece of shit receiver. Finde heraus, was Adas Funkübertragung blockiert. Dann machen wir das doch mal. Auf jeden Fall bis jetzt das längste Kapitel, was ich hier spiele. Auch sehr interessant. Ein neues Feuer ziehen, Menschheit, bla bla bla. Ah, alles klar. Ich wollte gerade fragen, ich weiß ja gar nicht, wo es weitergeht. Hallo? Ah, our late arrival. A pleasure to finally speak to you, my dear. Allow me to introduce myself. I am Nikola Tesla. I know who you are. Now go away so I can speak to my sister. I am afraid that won't be possible. As I'm sure you are aware, the Helios is under strict quarantine, and for that quarantine to be effective, I cannot have you and lead researcher Archa be opening containment doors all over this ship. The damage already caused is severe. I cannot allow you to make it worse. Therefore, the both of you must remain at your current locations until this situation is resolved. You are locking us up? We will be sitting ducks for whatever is out there. Rest assured that I am doing everything that I can to remedy this situation. Right. How's that working out, huh? A ship full of dead scientists. The great Helios falling apart at the seams. Where's your unlimited energy now? Coward. Kommen Sie der Sperrung der Alpha-Quartiere. Oh. Ada, are you okay? Ada. Hey, hi. Me again. Ach, er ist schon wieder. Just like me. Well then, some expert advice. Find a good clean corner that isn't tainted with the stench of death. That's step
kind of help I was hoping for. So you can get me out? Well, that depends. Where are you? The Alpha Quarter of the Faraday District. Some kind of lockdown gate came down. Can you open it? About that. Can I count on you to come and help me out if I do this? My situation is slightly more complicated. Oh. Aubrey? Ich muss jemanden retten, das ist ja schön. Damit ich denn hier freikomme. Family first and all that. But I've got family too, you know. And I'm still trapped. Help me, and I'll help you. Okay, Aubrey. Deal. Help me get to my sister, and we will come to get you too. I promise. Scout's on. Excellent. So I need you to stand away from the lock. Alright, here we go. Holy shit, Aubrey! The gate nearly exploded! Sorry, so sorry! Aber wir sind frei. I might have sent a bit too much juice down the power line. Finden Sie eine geeignete Deckung vor den Sprengungstoren? Das kam ein bisschen spät. High five, Benny. I think his arms should still be around here somewhere. Sounds good. Nice work, Aubrey. I'll talk to you soon. Okay, der hat uns erstmal gerettet. Das ist auch gut. Your turn has come. It will be all. Alter, was ist das für ein kranker Scheiß? Red blood. Kommen Sie aus dem Alpha-Quartier und finden Sie Ada. Da bin ich jetzt, bin an den Bahnhofstoren und mach die Luke auf hier. I'm at the gates. Get them open. Silently, this time. Yes, ma'am. Here we go. Sehr gut. So, ab geht's. Schnell weg. Woher sollte man auch wissen, dass man gleich fliehen muss? Jetzt kommt rechts die Bahn. Das ist natürlich ein guter Hinweis, dass man weiß, man muss links lang. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Bahnwagen sollen wir fliehen. Da reinspringen in den letzten. Jo, wir haben's. Sehr gut. You can't run from time, bro. I'll have my revenge! You will pay for what you did! Oh Gott. Typ ist ja echt Psycho. You made it! Wow! What a sprint! I told you, Benny, she can run! Damn!
Okay, super. Wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Oh, das war ja echt heftig.